generell mal einkaufen, weil mein Kühlschrank ist leer. Er war auch nie voll. Die Lampe kaufe ich dann einfach irgendwann anders. Ich bin auf dem Weg. Ich muss eine Postkarte kaufen für meine Oma. Ich habe alles bekommen fürs Backen. Yes. Wir wollten auf so eine Rooftop-Bar gehen. Also ich habe da jetzt mal reserviert. Ich gehe jetzt zum Prater. Ich bin gespannt. Ich freue mich voll da drauf. Ich muss jetzt noch ein paar Sachen erledigen. Und zwar wollte ich zu Ikea gehen, weil ich immer noch eine Deckenlampe brauche. Ich habe seit Tagen hier kein Licht. Da oben sind so drei Kabel. Und dafür muss ich an der Bahn eine Lampe kaufen. Dann muss ich noch zu DM ein paar Sachen erledigen und generell mal einkaufen, weil mein Kühlschrank ist leer. Er war auch nie voll, aber ich habe nichts zu essen. Deswegen mal sehen, was für Supermärkte ich hier finde. Das ist einfach der Eingangsbereich von meinem Haus. Das ist einfach mal so schön. Also ich habe mich jetzt für diese schwarze Lampe entschieden. Meine Tasche ist nicht so groß, weil diese Lampen sind schon echt riesig. Ich jetzt erstmal nur die Glühbirne mit und so, ja, so eine Fassung. Und die Lampe kaufe ich dann einfach irgendwann anders, wenn ich mehr Platz habe. Dieser Ikea hier ist so anders als den ich in Deutschland kenne. Das ist aber auch so ein extra ohne Parkplatz. Also man läuft hier sozusagen hin und hier gibt es auch nur so Kleinigkeiten, die man halt nicht mit dem Auto schleppt, sondern halt in die Hand mitnehmen kann. Obwohl ich auch Betten gesehen habe und Schreibtische, aber ich weiß nicht, ob man die rufen kann oder mitnehmen kann. Es ist so schönes Wetter heute. Wir haben erst 6:30 abends und noch 28 Grad. Ich habe mich nochmal entschlossen rauszugehen und einfach ein bisschen rumzulaufen. Die letzten Sonnenstrahlen von heute noch ausnutzen und das gute Wetter. Ich habe mich jetzt fertig gemacht, weil ich treffe mich jetzt mit einem Mädchen, die ich kennengelernt habe hier in Wien. Und wir gehen zu so einem Café an der Donau. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin froh, dass ich überhaupt heute mal rauskomme. Wir haben so gutes Wetter. Ich war den ganzen Tag nur drin und habe an meinem Video gearbeitet, was ich jetzt hochlade. Also das letzte Video. Da ich das ja alles zum ersten Mal mache, muss ich erstmal durchblicken und das erstmal alles hinkriegen. Aber jetzt läuft es besser, denke ich mal, beim zweiten Mal. Das ist mein Outfit für heute. Ignoriert meinen Hintergrund. Bei mir hängt im Zimmer überall Wäsche, weil ich keinen Wäscheständer habe. Also noch keinen habe. Und jetzt, ich habe aber gewaschen. Ich muss ja irgendwann mal waschen. Und jetzt habe ich alles einfach in meinem Zimmer aufgehangen. Aber ich muss mir jetzt mal Wäscheständer holen, damit ich nicht immer meine Fenster benutze. So, wir haben schon Freitag. Ich bin auf dem Weg, eine Postkarte kaufen für meine Oma. Ich dachte, ich schicke dir eine Postkarte. Ich habe gestern auf TikTok so ein Video gefunden von so einer Amerikanerin, wie die so Chocolate Chip Cookies macht. Die sahen so lecker aus. Die sahen aus wie die ich damals auch in Amerika gebacken habe. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich zu warm oder zu kalt angezogen habe. Weil als ich rausgegangen bin, war es richtig heiß. Ich habe so ein T-Shirt zwar an, aber meine Jacke und alles schwarz. Dann bin ich aber gelaufen und war es irgendwie ein bisschen windig, also doch irgendwie kalt. Keine Ahnung. Komisches Wetter. Aber ich habe alles bekommen fürs Backen und jetzt lege ich los. Das sind die Cookies geworden. Ich glaube, die sehen ganz nice aus. Ich habe bis jetzt noch keine gegessen. Aber ich habe die auch ein bisschen früher rausgenommen. Die müssten auch noch mega weich sein. So, ich gehe jetzt noch raus. Wir haben auch erst Freitagnachmittag. Ich treffe mich mit einer Uni-Freundin. Und wir wollten auf so eine Rooftop-Bar gehen. Also ich habe da jetzt mal reserviert. Mal sehen, ob wir noch einen Platz bekommen. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Das Wetter sieht nice aus. Sehr schön sonnig, leider nicht mehr so warm. Aber ist egal.
einfach so gegessen habe. Ich glaube, ah ja, das ist der Bezug für mein Bett. Finally, nice. Hallo. Ich habe heute nichts Besonderes gemacht, außer mich für Vorlesungen angemeldet, Tutorien angemeldet und mir durchgelesen, welche mich interessieren und welche ich wählen werde. Ich gehe jetzt zum Prater. Ich bin gespannt. Ich freue mich voll darauf. Ich habe schon so voll viele Fotos davon auf Instagram gesehen, Pinterest. Und ich gehe jetzt heute Abend hin. Im Vergleich zu meinen ganzen anderen Outfits sehe ich absolut aus wie der Winter. Es ist so kalt geworden. Die Sonne scheint auch überhaupt nicht. Herbst hat auf jeden Fall wieder angefangen. Und ich bin noch nicht so ganz ready. Also ich freue mich ein bisschen auf Herbst, aber eigentlich nicht ganz so. Ich habe auch kaum Herbst- oder Wintersachen. Bin auf jeden Fall gespannt und gehe jetzt los. Mega der schöne Abend. Wir sind erstmal so ein bisschen durch Wien gelaufen. Es war so schön. Ich finde Wien nachts so unfassbar schön. Fast schöner als am Tag. Eigentlich schöner als am Tag. Die Gebäude sind alles so schön beleuchtet. Wow. Wir haben auch ein paar Fotos gemacht. Fotolocations gibt es hier einige, was voll nice ist. Ja, dann sind wir zum Prater gegangen. Sind immer mit dem Kettenkarussell gefahren. Es war voll schön. Ich konnte da oben drauf leider nicht filmen an der Kamera. Das wäre immer ein bisschen zu risky gewesen. Dann haben wir noch das Essen. Es ist einfach zum Verlieben, wirklich. Es ist zum Verlieben. Ich denke, dass ich jetzt an dieser Stelle den Vlog auch beenden werde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hätte jetzt immer ein bisschen mehr Einblicke von Wien geben. Nächste Woche fängt ja auch meine Uni an und dann werde ich auch einen Uni-Vlog machen und ein bisschen so von der Uni dann noch erzählen. Aber jetzt versuche ich so ein bisschen Wien zu zeigen. Auch wenn ich persönlich finde, dass ich nicht so viel Spannendes mache, versuche ich trotzdem so viel es geht mitzufilmen. Es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.